Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Cinema 8 Film Review. Ja, ihr Lieben, heute möchte ich mich mit euch über einen Film unterhalten, der wirklich Laune macht, der Spaß macht und der sogar mir gefällt. Und das ist bei einem Splatter-Film schon, das muss schon was Besonderes sein, wenn ein solcher Film mir tatsächlich heute gefällt. Die Rede ist von Psycho Gorman. Um was geht es in diesem Film? In diesem Film geht es darum, dass gewisse, ich sag mal, Schutzgötter, wenn man so will, aus dem Weltall einen bösen Dämon, der die Galaxis bedroht hat, Millionen von Jahren oder Tausenden von Jahren auf die Erde verbannt haben, dort in einem Gefängnis unter der Erde sozusagen, in einem Loch unter der Erde, kann man auch nennen. Und ja, wie gesagt, da ist er dann gefangen. Bis in die heutige Zeit. Dort wird er durch Zufall von einem kleinen Mädchen befreit, die einen Stein entdeckt, und als er sie umbringen will, merkt sie, mit dem Stein hat sie ihn in der Hand, sie hat die Macht und lässt ihn dann auf einem Bein tanzen und im Kreis drehen, und er muss alle diese Befehle, ausführen. Das Interessante dabei ist, sie möchte aus dieser Kreatur, die sie dann Psycho Gorman auch nennt, weil vorher hat es dieses Wesen keinen Namen gehabt, möchte sie ein friedliebendes Wesen machen. Und ob das gelingt oder ob das nicht gelingt und wie das dann nachher vonstatten geht, das will ich hier nicht verraten, weil das ist einfach nur kongenial. Der Film macht Spaß. Ist natürlich eine Splatter-Komödie, macht richtig viel Spaß. Ich habe also wirklich meinen Spaß damit gehabt und mir auch wirklich also selten so gut mich unterhalten gefühlt und gelacht bei einem Horrorfilm mit Splatter-Einlagen. Das ist in der Regel schon etwas, was bei mir recht selten vorkommt und soll schon was heißen. Damit ihr euch einen Eindruck mal verschaffen könnt, habe ich mal einen kleinen Ausschnitt aus dem Trailer hier beigefügt. Vor langer Zeit schlossen sich die Mächte des Lichts zusammen und stürzten den finsteren Tyrannen von seinem Thron. Man nahm ihn gefangen, denn sollte er jemals befreit werden, brächte er nichts als Tod und Verdammnis über alles, was existiert. Ist das Angst, die ich mit dir? Es ist an der Zeit, diese neue Macht zu nutzen. Und damit, Mimi, guck mal! Sie zu zerstören. Ist das deins? Oh. Wer es in Händen hält, kann über mich verfügen. Geh da hinten hin. Warte, bis wir morgen wieder da sind. Kapiert? Ihr werdet mit ewigem Leid dafür bezahlen. Ja, ja. Ich werde in eurem Blut baden. Hab keine Angst. Es ist ihn! Er wird uns töten. Nur, wenn ich es ihm befehle. Was habt ihr drei heute so getrieben? Es ist irgendwie ein bisschen komisch. Es gibt einen neuen Gott in der Stadt. Sein Name ist Psycho Gorman. Schön, dich kennenzulernen. Es wäre schöner, wenn du tot wärst. Alles klar, bis dann. Das ist Psycho Gorman. Ich finde, sehr gelungen, sehr interessant. Ein sehr, sehr schöner, cooler Film, wie ich finde. Und der macht einfach nur richtig Laune, macht richtig Spaß. Gut, ich hab mir, wie gesagt, das Mediabook seinerzeit zugelegt. Und wie das aussieht, das zeige ich euch jetzt. Ja, hier seht ihr das Mediabook von Psycho Gorman. Schönes Cover-Design, wie ich finde. Leider ist hier der Flatschen aufgeklebt. Das ärgert einen natürlich ganz besonders, aber was will man machen? Ja, so sieht die Front aus. Dann hier der Spam. Ah, so. Und so schaut die Rückseite des Mediabooks aus, wo eine genaue Beschreibung nochmal des Ganzen ist. Ja, alles drauf ist, alle Extras werden hier genannt. Ne? So, dann wollen wir mal uns mal dem Ganzen annehmen. So, wir machen das mal auf und dann entdecken wir hier die Blu-ray-Disc von Psycho Gorman. Die kann man so rausnehmen. Dahinter sieht man nur einfach so einen Blitz. Da ist also nichts Besonderes, was man da jetzt noch großartig zu entdecken hätte. Dann, wie gesagt, auch diese schöne Cover-Artwork. Schöne Sachen. 24-seitiges Booklet. Steven Kostanski
Ich hatte eben leider versehentlich gesagt Kontarski. Konstanski mit sehr viel Text. Und auch natürlich ein bisschen Bildmaterial wieder dabei. Ich mag es ja, wenn Texte, wenn man viel über den Film lesen und erfahren kann. Allein das ist auch schon sehr gut. Aber ich finde dieses Bild leider mit dem Knick natürlich drin, das ist ein bisschen unglücklich. Aber ansonsten finde ich das cool. Ja. Ein sehr schönes, informatives Booklet. Ja, kann man nicht anders sagen. Ja. Und hier nochmal, eben war ja von hinten, jetzt von vorne nochmal zu sehen, der Psycho Gorman. Ja, hier ist auch nochmal so ein schönes Ding. Und hier, wie gesagt, ist die DVD. Na, die können wir dann auch so schön, auch da sind wieder Blitze, da ist nichts Besonderes zu sehen. Wie gesagt, das ist dann die DVD. Ja, alles in allem ein, wie ich finde, doch recht gelungenes Mediabook, das ich sehen lassen kann. Psycho Gorman aus dem Hause Kochfilms. Ja, so sieht das Mediabook von Psycho Gorman aus. Alles drin, alles dran. Also wie gesagt, man kann da nichts falsch machen, wenn man sich dieses Mediabook zulegt. Es gibt den Film natürlich auch als Einzelauskopplung, Blu-ray. Also da ja, kann ich auf jeden Fall, was den Film angeht, dies wärmstens empfehlen. Das Mediabook hat eine Blu-ray und eine DVD, ist also ein Mediabook-Kombo sozusagen, eine Kombo sozusagen, wenn man will, ein Mediabook. Und auf den Scheiben ist natürlich auch noch was drauf und das will ich euch nicht vorenthalten, was da drauf ist. Und zwar ist es auf Blu-ray und DVD identisch. Also beide, also die Extras sind auf beiden Scheiben drauf. Zum einen gibt es einen Audiokommentar mit dem Regisseur Steven Kontarski, der dort sein Ganzes zum Besten gibt, also den Film entsprechend kommentiert. Es gibt ein Interview mit dem Regisseur, wie ich schon sagte eben, nochmal als Interview, nicht nur ein Audiokommentar, ein Interview. Es gibt Interviews mit dem Cast und der Crew, also mit Darstellern und Crewmitgliedern, die an dem Film beteiligt waren. Es gibt fehlende Szenen, die beigefügt sind in den Extras. Dann hinter den Szenen, also hinter den Kulissen sozusagen, behind the scenes, den Trailer und eine Bildergalerie. Das alles gibt es als Extra obendrauf und ist identisch mit Blu-ray. Also, ne, wie gesagt, DVD und Blu-ray identisch mit den Extras. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich bin bei solchen Filmen immer sehr kritisch, weil ich erstmal einen ganz speziellen Humor habe und dann kommt hinzu, also dann muss das auch, wenn es so künstlich aufgesetzt ist, dann muss das sich schon lohnen. Und in diesem Fall hat es das. Ja, deswegen kann ich sagen, Psycho Gorman, absolute Kaufempfehlung. Und in diesem Sinne sage ich dann tschüss, bis zum nächsten Mal.